Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem Video hier auf meiner Road to Glory. Und ja, heute guter Content. Wir ziehen Icon hinter Icon. Es gab auch noch einen 15x300 Plus, dazu kommen wir aber gleich. Denn ich muss euch erstmal was zeigen zum Nachholen. Ihr seht das schon, ich habe es auf meiner PlayStation aufgenommen. Denn ich habe tatsächlich eine Icon euch unterschlagen in der gestrigen Folge. Ich habe nämlich, glaube ich, schon am Wochenende noch eine gezogen aus den Ligen-SBCs. Da gab es noch keine weiteren Upgrade-Packs. Da mache ich ja immer relativ gern und relativ häufig Ligen-SBCs. Da kam mir auch schon Kläubert rausspaziert in der letzten Woche. Und hier kam dann natürlich auch die nächste World Cup-Icon. Es war Deutsch, also Klose oder Lahm. Und es war Philipp Lahm. Leider nur der 92er, der ist ja nicht besonders teuer. Also ist halt 92er SBC-Futter, wenn man es jetzt knallhart sieht. So teuer ist er halt nicht. Trotzdem eine coole Karte. Und zumindest schon mal die erste Icon der heutigen Folge. Ich kann das schon mal soweit sagen, es war noch nicht die letzte. Ja? Wie gesagt, ansonsten gibt es auch noch hier die 15x83 Plus Packs, die heute kamen. Man kann sie zweimal wiederholen, ich würde es auf jeden Fall machen. Ist nicht billig, ja, wir schauen uns das gleich mal an, aber man sollte, glaube ich, auch genug kriegen, damit man das zweite zumindest dann mit dem ersten Pack wieder machen kann. Also jetzt zieht ja hier aus dann wieder ein paar 5, 8, 6, 8, 6, 7, das sollte man das hoffentlich dann damit wieder machen können. Im besten Fall. Bevor es dazu geht, aber erstmal wie gesagt Step by Step. Ich habe heute im Stream auch noch den Erstbesitzer Cup fertig gespielt. Mit diesem Team, ich hatte leider keinen spanischen Torwart als First Owner spezialkartenmäßig. Es gibt David Soria. Aktuell, den hatte ich aber schon mal abgegeben. Den hatte ich glaube ich sogar in Rot als Inform. Es gab jetzt auch ein neues Team of the Week, was auch ganz gut aussieht, habe ich euch jetzt gar nicht gezeigt, aber ich denke mal, ja, für die, die es wirklich brennend interessiert, ihr habt es sowieso schon gesehen, sind ein paar nice Karten dabei. Habe vorne den neuen Guedes gespielt, es gab ja Foot Fantasy Upgrades auch heute mit Foyce und mit Guiri, auch auf jeden Fall richtig geil. Und habe, wie gesagt, ja, ein paar Games euch schon mal nochmal zusammengeschnitten, insgesamt, ich glaube, 3 Stück oder so, denn ein bisschen Gameplay muss sein und ich muss sagen, viele Karten lassen sich immer noch echt geil spielen. Ich habe ja vor gewisser Zeit, ich sag mal, das heißt so einen Monat, habe ich ja so ein Video gemacht, wo ich mich natürlich auch darüber beschwert habe, dass die, ich sag jetzt mal, Power Curve nicht gut genug ist, dass viele Karten rauskommen, die nicht so gut sind. Und am Ende des Tages, ja, ich finde es immer noch doof, aber es hat auch einen klitzekleinen Vorteil, dass ich mit meiner ganzen Sammlung, die ich habe in meinem Verein, ich kann so viele Karten spielen, die irgendwie schon vor so 6 Monaten oder so rauskamen und die sind halt immer noch gut genug, weil die neuen Karten, die rauskommen, halt vergleichsweise nicht viel besser sind. Ja, wie zum Beispiel, ich hatte jetzt hier im Sturm den Kollegen Terian, ja, wann war die Centurion-Promo? Ich glaube, ist schon ein bisschen her. Wart ihr noch vor Team of the Year? Ja, oder? Oder war sie nach Team of the Year? Ich glaube, sie war vor Team of the Year. Ist auch völlig egal. Aber das sind halt auf jeden Fall Karten, die man immer noch richtig geil spielen kann. Und generell ansonsten, Guedes, Inter Mailand ja gestern gegen Benfica gewonnen. Also offenbar kriegt er wohl auch leider kein Upgrade mehr. Es spielt jetzt heute auch noch AC Mailand mit Brahim Diaz, der hat ja auch noch eine SBC bekommen. Muss man mal abwarten. Ich sag's vorher, ihr im Video seht es ja dann wahrscheinlich. AC Mailand macht das. Ihr habt es hier zuerst gehört. Ich hoffe zumindest, dass AC Mailand macht. Ich will nämlich unbedingt nochmal ins San Siro. Und im Halbfinale wäre dann natürlich theoretisch so gegen Inter. Wäre noch besser. Ja? Wäre noch besser. Also könnt ihr mir da persönlich die Daumen drücken. Ich drücke auf jeden Fall heute AC sehr die Daumen. Und dann wird natürlich auch Brahim Diaz sich upgraden. Guedes war ganz okay, aber so eine typische Standardkarte. Nicht mehr und nicht weniger. Viel mehr kannst du da auch nicht erwarten. Die englischen Teams waren tatsächlich ganz okay. Heute, also ich habe es wie gesagt heute Morgen gespielt, also am Mittwochmorgen, war relativ entspannt, das zu zocken. Es hat wirklich Spaß gemacht. Im Vergleich zu Rivals halt so 100-mal besser. Diese Woche hatte ich in Rivals extreme Probleme. Ich habe echt, boah, ich habe bestimmt 4 Games unentschieden gespielt, auch ein paar Mal verloren, bis ich die 8 Siege hatte. Hat wirklich ein bisschen gedauert. Habe ich euch jetzt nicht mit reingeschnitten, Rivals Rewards und so. Wenn die gut sind, zeige ich euch dann in der nächsten Folge, so wie immer. Ich wollte euch auf jeden Fall jetzt noch am Mittwoch das Video bringen. Aber ja, definitiv, wie soll ich sagen, Rivals nicht aktuell mein Lieblingsmodus. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich genieße es immer sehr, diese Cup zu spielen. Es ist eine gewisse Abwechslung, auch wenn Erstbesitzer Cup
mal nervig ist. Ja, diese Woche war es für mich wirklich sehr entspannt und dementsprechend habe ich dann auch natürlich ordentlich Rewards bekommen. Da ist auch der nächste Icon drin. Deswegen Clip ab, viel Spaß. Und wenn wir das abgehakt haben, dann seid ihr wie immer auf den neuesten Stand, habt zwei Icons gesehen und dann ziehen wir die dritte im 15x300 Plus. Was haltet ihr davon? So, 7 Picks zum Aufwärmen. Kurz nach Icon. Für 6 ans Team. Na, da bringt mir der eine. Oh, jetzt habe ich wieder Allergie. Alter, wie dumm bin ich eigentlich? Philipp, willkommen! Ja, auch doppelt. Natürlich jetzt gar nicht mal so gut. Gib mal den anderen. Aber gutes Pack. Toni Kroos und zack, Savic. Ja, nächster Icon und Toni. Gute Runde. Ab in Özil damit. Ich habe den Erstbesitzer Cup fertig gespielt. Zwei 84 Plus Spieler und einen 5x 84 Plus. Also ordentlich was am Start. Alle Games gewonnen. War sehr, sehr nice. Hat sehr viel Spaß gemacht, sogar den Cup zu spielen. War deutlich einfacher als Rivals für mich diese Woche. Ja, weiß zwar nicht wieso, warum, keine Ahnung. Gucken wir mal, ob wir einen Hero oder eine Icon nochmal kriegen. Die zweite wäre das ja dann. Am heutigen Tage für mich. So, 284 plus. Gönn. Schade. Was haben wir sonst? Patrick Schick. Ja, 85er, nicht so gefällt. Ein Hero dahinter. Mason Mount. Okay. Nicht so gut. Aber jetzt das entscheidende Pack für 7 Siege. Auf geht's. Icon. Keine Icon. Spanien. Linksverteidiger. Ja, war jetzt nicht so gut. Das war jetzt gar nicht mal so gut. Auch wenn das 5 war, 85 plus nicht so gut war. Lahm, wie gesagt, doppelt habe ich dann, ihr habt es auch schon gehört, in Özil reingehauen. Ich habe jetzt erstmal alle SBCs fertig. Ich warte jetzt dann auf die neue Promo, wenn man es jetzt so sagen kann. Beziehungsweise auf Team Nummer 2 von den Trophy, von diesen ganzen Karten rund um Trophy Titan ist ganz nett. Die 10x200 Plus habe ich auch noch gemacht. Werde ich aber morgen mit den Rivals Rewards dann zusammen hasseln. Da kriege ich dann wieder genug seltene Karten. Da kaufe ich jetzt erstmal nichts. So zumindest der Plan. Die Server sind tatsächlich diese Woche kompletter Quatsch. Also nicht diese Woche, sondern heute. Das nervt wirklich sehr. Es gibt allerdings ein neues Kartendesign. Eine Sache, die ich seit, nicht Kartendesign, Packdesign, entschuldige. Eine Sache, die ich seit Ewigkeiten predige, EA muss viel, das war früher nämlich viel geiler, EA muss viel, viel mehr speziellere Pack-Designs bringen. Die würden, glaube ich, sogar nochmal viel mehr Packs verkaufen, wenn die geil aussehen. Also, dass so ein Icon-Pack nicht aussieht wie ein Icon-Pack, das sieht mir eher persönlich nach Black Friday aus, wenn ich ehrlich bin. Aber ich bin zumindest happy. Stellt euch das jetzt mal vor, dass jedes Pack, was ihr so habt, hat so ein geiles eigenes Design. Früher gab es sogar für jede Promo dann eigene Designs. Dann war irgendwie zum Beispiel Team of the Year und dann waren die Packs nicht rot oder dieses Schwarz-Rot, was es jetzt gibt, sondern waren halt die ganze Zeit so in diesem geilen Blau. Da will man doch sogar mehr Points aufladen oder nicht eSports. Also strafft euch mal. Rein ins erste 15 Mal. 83 plus. Wir starten mit einem Inform, mit einem Engländer, mit Jack Grealish. Ja. Grüße gehen raus an Mr. Opa Mikado, der gestern den Ball gegen ihn verloren hat. Was haben wir sonst noch? Alisson Modric Brozovic. Gutes Fodder mit 89er, 88er. 283er noch hinterher. Ja. War okay, allerdings auch relativ viele 83er, muss ich sagen. Aber in der Spitze war es gut. Dann baue ich mal eben das zweite Team zusammen und dann gucken wir mal, ob es sich lohnt oder nicht. Bisher denke ich, ein bisschen Plus sollten wir haben. Zweites Team haben wir fertig. Konnte, wie gesagt, noch ein bisschen was safen. Modric musste rein. Alisson und Grealish, aber wie gesagt, bleiben im Verein. Also, das ist schon mal gut. Das passt schon mal. Wie gerade auch schon angesprochen, mit ein bisschen Plus gehen wir raus. Also, meine Freunde, eine dritte Icon wäre doch mal was, weil lahm war ich. Ihr habt es ja auch an meiner zweiten Reaktion gesehen. Den hatte ich halt dann auch doppelt und ja, weiß ich nicht. Also, wenn es der mit der Schale ist, dann ist richtig cool. Aber der... Die,
die Icons kosten halt auch nichts, ne? Zumindest mal so ein Ässchen oder so, das wäre schon cool. Und ich will halt immer die bestmögliche Karte ziehen, im besten Fall. Also von einer Karte die beste Version, so ist es richtig formuliert. 15 mal 300 plus zum zweiten. Gib mir die Icon-Animation. Wieder eine Inform, belastend. Dann haben wir hier Milinkovic-Savic, aber 88er Bewertung. Der hat sogar noch eine WM Path to Glory Karte, glaube ich. Was haben wir sonst noch? Vielleicht ein Hero dahinter? Sadio Mane. Aha, zum Glück ist Sané nicht noch zusätzlich im Pack. Und Kobel. Ja, das war schon gar nicht mal so gut, ne? Also zwei Walkouts und sonst ein 85er, sonst nur 84er. Weiß ich nicht. Also ich glaube, damit machst du sogar am Ende ein klein bisschen Verlust, könnte ich mir vorstellen. Oder vielleicht so ganz knapp plus minus null. Ich würde es trotzdem machen an eurer Stelle, wenn ich ehrlich bin. Weil ihr seht das ja. Also das Sonnenpack sollte man, glaube ich, eigentlich fast immer kriegen. Außer ihr habt wirklich schon sehr Pech und dann sollte das eigentlich in Ordnung gehen. Also in den Live-Packs für die heutige Folge leider kein weiteres Glück mehr. Ich hoffe, bei euch sahen die 5x3 Plus ein bisschen besser aus. Ich hoffe, ihr habt noch eine Banger-Icon gezogen. Und ja, für mich gibt es morgen dann die Rivals Rewards WL-Quali, muss ich noch machen. Und dann schauen wir mal, was die Welt so mit sich bringt. Und natürlich Freitag das Team Nummer 2. Ich hab zu danken für eure Zeit. Hoffe, euch hat es gefallen. Dann sehen wir uns dann wieder. Lasst gerne einen fetten Daumen nach oben da. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.